Wer auf der Suche nach einem richtig guten Lautsprecher für sein Zuhause ist, egal für welchen Anwendungszweck, egal für welchen Raum, der stößt auf jeden Fall auf den Namen DWLE und ganz speziell auf deren Phantom-Serie. Und die sehen wir uns heute an, aber speziell die Phantom 2, die kleinen hier, denn hier gibt es zwei verschiedene Modelle mit verschiedenen Leistungsstufen und wir möchten heute aufklären, welcher dieser Lautsprecher besser zu euch passt. Hallo und herzlich willkommen bei Heimkinoraum. Wir sehen uns heute die DWLE Phantom 2 95 und die Phantom 2 98 an. Das sind die beiden Modelle, die es hier aus der kleinen Serie gibt, aus der kleinen Phantom-Serie. Und wir werden uns demnächst auch die große Phantom-Serie ansehen. Und die Phantom-Serie hat erstmal vieles gemeinsam. Zum Beispiel, dass diese Lautsprecher von Hand in Frankreich gebaut werden, aus 981 Teilen besteht und diese Lautsprecher haben richtig viel Technik, die im eigenen Haus entwickelt wird, integriert. Von der Klangwandlung über die Endstufen wird bei DWLE alles selbst entwickelt. Und das führt auch dazu, dass diese kleinen, unscheinbaren Lautsprecher wirklich wahnsinnig gut klingen. Wenn ihr also die Chance habt, mal solche anzuhören, dann zum Beispiel bei uns beim Heimkinoraum. Wir haben ganz viele Standorte, Links in der Videobeschreibung. Kommt gerne vorbei und hört euch die Phantom-Serie mal selber an. Auch finde ich es erstaunlich, dass die Phantom-Serie über 160 Patente verfügt. Wie gesagt, da steckt wirklich einiges drin. Wir haben hier also einen Zwei-Wege-Lautsprecher. Zwei-Wege bedeutet einen Hochtöner und dann zwei Tieftöner. Das sind die zwei hier und die arbeiten mit zwei separaten Endstufen, werden separat betrieben in einem eigenen Gehäuse, erzeugen extrem viel Schalldruck. Ich glaube 178 Dezibel innerer Schalldruck. Und die zwei Herrschaften sorgen für extreme Tiefbässe. Natürlich ist es ein smarter Lautsprecher. Das bedeutet, den könnt ihr ins WLAN anbinden, den könnt ihr mit der eigens entwickelten DWLE-App steuern, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Spotify Connect und auch noch andere Features sind hier mit an Bord. Das bedeutet eigentlich nur an den Strom stecken, einbinden in euer System zu Hause und loslegen. Mit AirPlay 2 kann man mittlerweile ja auch Multiroom-Systeme erzeugen, nenne ich das Ganze mal, und Mix and Match verschiedene Lautsprecher, verschiedene Hersteller einfach kombinieren und so immer den richtigen Lautsprecher für die eigenen Bedürfnisse, sage ich mal, auswählen, ohne dass man wie bei Sonos einfach auf ein System gebunden ist. Kommen wir also zur alles entscheidenden Frage, und zwar, wie groß ist denn wirklich der Unterschied zwischen den beiden Lautsprechern? Der schwarze hier ist der Phantom 2 98 Dezibel und der weiße der Phantom 2 95 Dezibel. Und wir haben hier also einen preislichen Unterschied von 300 Euro und einen Leistungsunterschied von 50 Watt, hier also 400 Watt, hier 350 Watt. Und dann schlägt eben, oder deshalb schlägt eben, dieser hier mit 3 Dezibel mehr Lautstärke zu Buche. 3 Dezibel klingt nach fast gar nichts. Dabei sind 3 Dezibel tatsächlich der doppelte Schalldruck. Oder man benötigt den doppelten Schalldruck, um 3 Dezibel mehr zu erzeugen. Und das kann der hier. Doppelter Schalldruck bedeutet aber nicht doppelte Lautstärke. Aber trotzdem, hier liegt eben der Unterschied. Die Technik ist komplett gleich. Der Klang ist tatsächlich komplett gleich. Aber wir haben hier einen lauteren Lautsprecher und der ist nicht nur 3 Dezibel lauter, was irgendwie so klingt mit 5% lauter. Ich würde ungefähr sagen, nach meinem Klangtest haben wir hier einen Lautstärkeunterschied von 15 bis 25%, würde ich das jetzt mal so einschätzen. Und das finde ich schon einen nennenswerten Unterschied, denn ich höre gerne laut und ich zum Beispiel für mich mache natürlich auch gerne Party, erst recht, wenn ich so einen coolen Lautsprecher zu Hause habe. Und für mich wäre es dann zum Beispiel immer der Phantom 98 in dem Fall, weil ich auf diese 98 Dezibel Gesamtlautstärke auf jeden Fall angewiesen bin. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Phantom 95 einfach nicht so laut ist. Das bedeutet wiederum auch nicht, dass er sehr leise ist, aber da kann man auf jeden Fall noch eine ordentliche Schippe drauflegen. Deswegen gibt es ja den Phantom 98. Wer also einen sehr großen Raum hat
gerne laut Musik hört und da kann man sich mit Sicherheit noch andere Szenarien ausdenken. Der sollte Richtung Phantom 298 gucken und wer sagt, ein Lautsprecher, der muss nicht Vollgas geben, der soll einfach gut klingen und gut aussehen, dann ist es für mich der Phantom 95 und an der Stelle schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, welchen würdet ihr nehmen? Ich bin wirklich neugierig. Viel bleibt also nicht mehr zu sagen. Vergesst nicht, Links in der Videobeschreibung, macht einen Termin aus oder nutzt den Online-Shop. Und wir haben natürlich noch einen ausführlichen Test zum Phantom 298 auf unserem Kanal. Den verlinke ich euch hier oben. Und dann sage ich nochmal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.